So, heute ist Sonntag. Wie ihr seht, hängt ein Fahrrad. Warum fehlt das Laufrad? Warum, wieso? Ja, gute Sache. Ich habe dein Laufrad hier in der Hand. Falls ihr schon gesehen habt, unser Narbencheck, beziehungsweise wo ihr sehen konntet, wie laut was ist, nochmal zum Auffrischen. Das ist ja hier die Hydra-Narbe. Die haben wir nämlich bestellt für dieses Heckler SL, was wir jetzt im Flycheck haben. Also viel Spaß mit dem Flycheck. Und da bin ich nämlich mal gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich finde es nämlich wirklich sehr schön. Ich baue das Laufrad jetzt ein und dann geht es nämlich los. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flycheck hier auf dem YouTube-Kanal von WhatsApp in Oberhausen. Dein Ansprechpartner Nummer 1 für alles rund ums Mountainbike, E-Mountainbike und Gravelbike. Besuch uns in Oberhausen, Kirchhändler Straße 909 oder auf unserer neuen Website unter whatsapp.bike. Das Heckler SL ist das erste Santa Cruz Superlight EMTB und die Zutaten zu dieser Mixtur klingen schon ohne unsere Spezialsoße extrem lecker. Die Grundlage für unser Custom-Build ist ein S-Kit mit Carbon-C-Rahmen in Gloss Magenta. Das Rahmendesign von Santa Cruz ist und bleibt unverwechselbar. Die Köche kennen ihr Rezept und Kredenzen eine leicht, kantig, wuchtige Form. Fans wissen, was sie wollen und es schmeckt. Der Fazua-Motor ist schön im Rahmen integriert und fällt nicht auf. Man könnte hier schnell ein normales Mountainbike vermuten, der Wolf im Schafspelz, könnte man sagen. Der bewährte VPP-Hinterbau bringt dem Rahmen 150 mm Federweg. Das Setup ist von Haus aus schon als Mallet gebacken worden, was eine perfekte Mischung aus Laufruhe und Verspieltheit auf dem Trail verspricht. Beim Cockpit mischen wir uns dann ins Rezept mit ein und verfeinern den Bergtech Alloy-Bar mit 800 mm Breite, nun mit einem kurzen Bergtech Enduro MK3 Vorbau in Lila. Die Enden des Lenkers hübschen wir mit Santa Cruz The Bartender Pro Griffen in der Greg Mina Edition auf. Die Fazua Ring Control ist nach wie vor unaufdringlich am Lenker integriert, ebenso wie der GX Eagle Single Clip Schalthebel. Die Bremsgriffe der HopeTech 4 Bremse passen gut in die Gesamtoptik. Der Antrieb folgt einem bewährten Muster. Knackige Schaltperformance und moderate Wartungskosten. Das ist dann das Fachgebiet einer SRAM GX Eagle Gruppe. 12 Gänge aus einer GX Kassette mit GX Schaltwerk, GX Eagle Schalthebel und passender GX Kette bringen die gewünschten knackigen Gangwechsel bei konstant guter Zuverlässigkeit. Eine One-Up Chainguard Kettenführung verhindert, dass die Kette im Eifer des Gefechts vom vorderen Ritzel springen kann. Der Fazua Ride 60 und ein im Rahmen verbauter 430 Wattstunden starker Akku stellt die elektronischen Antriebskomponenten des Heckler SL. Der Fazua supportet unsere Kunden dabei mit einer maximalen Unterstützung von bis zu 60 Newtonmeter Drehmoment. Dank Boost-Modus stehen zeitweise bis zu 450 Watt Leistung zur Verfügung, aber wer Heckler SL fährt, der will kein Shuttle, der will Biken mit E-Unterstützung. Das Heckler SL kommt ohne grafisches Display gut aus. Ein Fazua LED-Display im Oberrohr integriert, das reicht aus, um die Stromversorgung und die Unterstützungsstufen im Blick zu behalten. So, kurze Pause, kennt ihr ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Einmal kostenlos abonnieren, kommentieren, liken, da würden wir uns wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, weiter geht das Video. Viel Spaß! Bei den Laufrädern wird es dann wieder wild. Unser Kunde wollte es laut und entschied sich für eine Industry 9 Hydra Classic Narbe ebenfalls in Lila. Eingespeicht ist die Narbe in einer DT Swiss HX 531 Felge. Das werkseitige Mallet Setup haben wir natürlich beibehalten, ebenso wie die Bereifung. Ein Maxxis Minion DHR2 mit Double Down Karkasse in 27,5 x 2,4 Zoll ist hinten und ein Maxxis Essegai ebenfalls mit Double Down Karkasse in 29 x 2,5 Zoll ist vorne aufgezogen. Eine gute Mischung, welche die Fahreigenschaften des Bikes optimal unterstützt. 160, 150 sind die Eckdaten des Fahrwerks. Hier gibt es nichts zu beanstanden und so ist auch weiterhin ein RockShox Super Deluxe Select Plus Dämpfer am Start. Ebenso wie die RockShox Lyric Select Plus Gabel. Damit ist das Heckler mit genügend Federweg ausgestattet, um es mit den Trails dieser Welt aufnehmen zu können. Ein kleiner Break, denn auch heute hast du wieder die Möglichkeit, die eine unserer beliebten Mystery Bags zu sichern. Alles, was du dafür tun musst, ist, uns in die Kommentare zu schreiben, wie viel Newtonmeter Drehmoment der Fazua-Motor des Heckler SL hat. Schreib uns deine Antwort in die Kommentare und schon Ende der kommenden Woche geben wir den oder die Gewinnerin bekannt. Viel Glück und weiter geht's mit dem Video. Und hier schauen wir uns jetzt mal die Bremse an, denn natürlich hat die Bremse ein Upgrade bekommen. Wer uns schon länger folgt, der ahnt, hier ist Hope im Spiel, denn natürlich hat das Heckler SL eine HopeTech 4 V4 in Black Purple mit Stahlflexleitung bekommen. Jeweils eine 200 mm Floating Disc vorne und hinten setzen die Bremspower dieser mächtigen Bremse präzise und gut dosierbar um.
Und mit seiner OneUp V2 Dropper Post Sattelschütze bekommt unser Kunde in Zukunft genügend Abstand zu seinem neuen Birktec The Cloud Sattel. Was für ein geiles Bike, oder? Was meinst du? Gelungenes Farbkonzept oder hättest du etwas anders gemacht? Wir bedanken uns jedenfalls bei unserem Kunden für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. So, habt ihr den gesehen, den Flycheck? Cool, oder? Cooles Rad. Heckler SL S-Kit, was wir noch ein bisschen optimiert haben. Wie gesagt, wir haben ja die Hauptbremsanlage halt verbaut, die neue Tech 4 V4 Variante mit Stahlflexleitung, mit großen Bremsscheiben in 200 mm halt. Industry 9 Hydra-Namen sind draufgekommen in, ja, lila nennt man das, genau, ja, lila, pink gab es ja auch, aber ich habe mir jetzt ein bisschen vertan, in der lila Variante halt, hinten die Narbe, die natürlich mega laut ist und auch wirklich einen, bringt die einfach nur mal Spaß, wenn du gerade auf dem Trail unterwegs bist und du hörst die Narbe hinter dir rauschen die ganze Zeit, dann hast du irgendwie gefühlt nochmal so ein bisschen mehr Bock, Gas zu geben, finde ich halt. Reifen haben wir auch ein bisschen optimiert, weil standardmäßig kommen Minion DRF und Minion DRR in der einfachen Variante. Ich habe aber vorne den Rassegeil als Double Down Karkasse drauf gemacht für die Performance und hinten ist der Minion DRR geblieben, aber auch als Double Down Karkasse, sodass wir ein bisschen weniger Luftdruck fahren können. Tubeless ist das Rad ja eh, damit wir da wirklich die beste Performance rausholen können. Wie ihr gesehen habt, halt Birk, der Griff ist noch nicht standardmäßig drauf, zumindest nicht diese Variante halt. Vorbau macht natürlich auch nochmal einen schlanken Fuß, muss man ganz ehrlich sagen. Rad ist wirklich gut, leicht, macht Spaß, kannst du mit wirklich alles halt machen. Pedale werden wir noch sehen, wenn das Rad abgeholt wird, sprechen wir noch kurz durch, welche Pedale halt drauf kommen. Aber ansonsten finde ich, ist wirklich ein cooles Rad geworden, womit man wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wenn ihr Bock habt, ruft uns an. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr ein Custom-Rad haben wollt, wie auch immer, einfach gerne melden, dann können wir mal drüber sprechen, was wir machen können, umsetzen können, wie auch immer. Ich finde es cool, dass wir dieses Fahrrad doch wirklich jetzt nach sehr langer Zeit doch umgesetzt bekommen haben, weil es wirklich ein schönes Rad ist. Ja, mehr kann man gar nicht sagen. Ich würde mich bedanken. Danke fürs Zuschauen. Cool, wenn ihr abonnieren, kommentieren, liken. Also wir wachsen ja dank euch, was ja wirklich mega viel Spaß macht. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, da gibt es wieder ein neues Video, ob es einen Flycheck gibt oder nicht. Wenn ich das nämlich so ein bisschen sehe, jetzt kommt zwischen noch die Eurobike, wir müssen mal gucken, vielleicht Eurobike oder Fahrrad, wir gucken mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.